Hallo, willkommen, das ist der Reini Rosser vom Survival Show Problems. Gut, schön, dass du dabei bist. In einer Nylon-Scheide verpackt befindet sich dieses Alpina Sport Mini-Macheten-Segen-Monstrum. Und dieses Teil, das habe ich bei einem Survival-Extremtraining jetzt bei mir mitgehabt, habe damit herumgespielt, habe auch die Teilnehmer ein bisschen damit herumspielen lassen und habe jetzt mal einen ersten Eindruck. Und diesen ersten Eindruck, den möchte ich mit dir noch einmal durchgehen und rausfinden, ob es das Geld wert ist oder eben nicht. Normalerweise würde man bei einem Messer den Hacktest machen, den machen wir auch noch, aber da es ja eine Säge ist, wollen wir mal schauen, was es kann. Naja, also da bin ich schon schlechter, habe ich schon Schlechteres gesehen. Es ist keine Zugsäge, sondern es ist eine Drücksäge. Also beim nach Vorschieben muss man Druck machen. So, das ist ein Lärchenteil. Ein Lärchen, ja, na, daumendick locker, mehr als daumendick. Und das geht eigentlich ganz gut. Was mich überrascht, man muss auch sagen, die Teile hier hinten, ja, die sind ein bisschen angeschärft, aber da wäre noch Potenzial. Das heißt, wenn man das noch weiter anschärft, beißt die sicher noch mehr. Hat aber dann auch Nachteile, da will ich dann gleich dazukommen. Also, den Sägetest einmal gut bestanden. Gut, ich habe jetzt schon ein bisschen herumgehackt und jetzt mal einen Schlag reingegeben in ein Lärchenholz. Also es ist kein weiches Bipifax-Holz, Balsaholz, sondern das kann schon was aufgrund des Harzgehalts. Das geht relativ gut rein, das Teil. Und ich bin bis jetzt, auch nach dem Wochenende herumspielen, eigentlich noch immer positiv überrascht. Ja, also es ist mal grundsätzlich nicht so schlecht. Was wir hier haben ist, du kannst übergreifen, da ist da noch ein bisschen Platz mit dem Zeigefinger und auch den Daumen kann man oben aufsetzen, ohne dass man sich gleich den Daumen aufsticht. Dazu komme ich aber dann noch gleich. Und es ist auch zum Schnitzen bedingt, ja, bedingt nutzbar. Ich meine, ja, es gibt immer Besseres, ja. Und es ist natürlich eine Multifunktionalität bei diesem Teil dabei, ja. Und natürlich ein Victorinox, ein Opinel, ein Mora macht natürlich schönere Schnitzarbeiten. Aber ich muss sagen, für das Billigsdorfer Teil, ich gebe da unten den Link auf einen Shop, macht es wirklich gute Arbeit. Und das ist ein Eschenstamm, den ich da gerade bearbeite. Also das geht ganz gut. Und finde, dass sie auch beim Arbeiten oder beim Design durch Zufall oder durch wirkliches Nachdenken etwas geschaffen haben, das durchaus Sinn macht, weil es ist durchdacht, es gibt ein paar Probleme auch noch, aber dazu kommen wir gleich. Man kann es hier hinten gut greifen, das heißt, man hat auch mehr Zug, wenn man hacken will. Ja, es liegt so Bombe in der Hand, es liegt wirklich Bombe in der Hand, auch für größere Hände, muss ich sagen. Und auch diese Option, dass man da nach vorne greifen kann, zum Schnitzen. Und nochmal, schau her. Die sind nicht so schlecht, gell? Also da habe ich schon schlechtere Sachen gesehen. Da habe ich richtige, unter Anführungszeichen, Outdoor-Messer gesehen, die nicht so etwas hinkriegen. Also das ist wirklich nicht schlecht. Und man müsste auch noch einmal nachschärfen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Auch die Feuerstahlbedienung hier mit diesem Teil hier, weil das scharf genug ist, die ist ohne Probleme möglich. Also das gefällt mir einfach. Es gibt aber auch etwas, was mir nicht gefällt. Und zwar, das ist das hier. Ich weiß nicht, ist das ein Torx oder ein Sechskant oder was weiß ich. Wissen wir auch alles vollkommen Bobilo. Das ist eine Schraube, die ich mit meinem Leatherman oder mit meinem Victorinox-Tool nicht nachziehen kann. Und das finde ich nicht nett. Also das wäre einfach cool, wenn das irgendetwas anderes wäre. Mir ist natürlich klar, dass ich glaube, dass es ein Torx ist, dass man den fester zuziehen kann. Aber ist einfach so. Ich habe herumgehackt wie wild und mit der Zeit merke ich, dass es ein bisschen locker da drinnen wird. Es ist
Ja, ist einfach so. Und da wäre es schön, wenn man das im Feld nachziehen könnte. Muss aber nicht unbedingt sein. Ist ganz einfach so. Und der zweite Nachteil, aber das ist nicht am Produkt selbst, sondern an der Produktart, ja, hängt das. Und zwar, es kann immer wieder passieren, dass du da in diesen Klingenrücken da reingreifst. Unabsichtlich, gar nicht absichtlich. Und das tut dann weh. Und zwar, ja, da haben wir weh dann. Bussi drauf. Nein, da habe ich mir weh dann. Da habe ich, weil ich hingegriffen habe, ich habe es abgelegt, aber auch einen Messerfehler gemacht, weil ich es einfach nur abgelegt habe und nicht in die Scheide gegeben habe. Und dann habe ich hingegriffen und habe da reingegriffen und habe mich und blöd hin, wirklich so, mein Fehler. Aber das ist natürlich durch diesen Sägerücken, der doch einiges auch kann, ist einfach so. Also auch das mit der Spitze arbeiten, das geht mit dem Teil nicht, aber man muss hier entscheiden, was man will. Und letzter Punkt und dann bin ich fertig, ich verspreche es. Ein richtiges Haumesser. Ein richtiges Haumesser, mit dem, also eine Machete, sollte ein bisschen länger sein, damit sie einfach mehr Zug hat. Ja, damit sie einfach wirklich schönen Zug hat. Und das habe ich halt mit diesem kleinen Teil nur bedingt. Dadurch ist es aber nicht so riesig, es ist viel leichter, es ist kompakter. Es ist also so ein Zwischending, ein Zwischending. Und wenn du so etwas brauchst und suchst, dann ist es wirklich eine Überlegung wert und ich bin wirklich positiv überrascht davon. Ja, was ist nun mein Fazit zu diesem Teil? Wirklich brauchbar für das Geld? Ich habe es auch bei mir im Shop aufgenommen, weil ich es für gut empfinde. Ich muss sagen, dass man halt Abstriche machen muss. Es ist kein perfektes Schnitzmesser, aber trotzdem gut verwendbar. Es ist keine perfekte Machete, aber trotzdem so ein Mittelding. Die Säge durchaus brauchbar, muss ich sagen. Und für den Preis kann man eigentlich nichts falsch machen. Und wenn du auf so etwas nach der Suche, auf der Suche bist, dann kann ich es dir auf jeden Fall 100%ig empfehlen. Link zu deinem Produkt findest du unten. Ich mag dir mal einen Kommentar bitten, ob du es hast, was du davon hältst, wie es bei dir ausschaut etc. Da würde ich mich freuen. Aber wenn du das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen, unten der Link zum Produkt. Dein Reini Rossmann hat mich gefreut, dass du dabei bist. Bis bald, ciao.